passieren, wenn Sie tatsächlich das Sagen hätten, was würde passieren mit der Friedrichstraße? Komme ich zu meinem viertwichtigsten Thema. Ja, wissen Sie, also bei Frau Jarasch hat man ja das Gefühl, die ist die Friedrichstraße völlig egal. Weil das, was Frau Jarasch gerade macht, wird die Friedrichstraße töten. Ja. Das ist einfach die Wahrheit. Das, was dort die Gewerbetreibenden zur Zeit erleiden, das ist unfassbar. Und wie man wirklich eine Straße symbolhaft und ehrlicherweise bei Frau Jarasch, und das mache ich jetzt zum größten Vorwurf, mit dem Kopf durch die Wand, gegen den Willen der Anlieger, gegen den Willen der Gewerbetreibenden, gegen den großen Willen der Berlinerinnen und Berliner, einfach nur symbolisch durchzieht, 500 Meter sperren und damit so ein ganzes Gebiet kaputt zu machen, das wird es mit mir nicht geben. Ich werde die Friedrichstraße im alten Zustand wiederherstellen. Können wir gleich weitergehen? Es gibt ja Parteien, die, nachdem die Erhöhung schon stattgefunden hat, nochmal die Parkgebühren erhöhen wollen. Wie steht es damit? Wollen Sie da auch in die Tasche greifen oder ersparen wir uns das? Das ist ja die Antwort fast vorgegeben. Ja. Nein, aber lassen Sie mich das mal wirklich sagen. Ich finde das ja immer ganz spannend. Wir reden so viel über teure Mieten. Zu Recht. Viele Berlinerinnen und Berliner wissen gar nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen. Und die Mieten steigen unaufhaltsam. In Berlin steigen die Mieten am stärksten im Vergleich zu allen anderen Bundesländern übrigens. Und anstatt jetzt die Politik mal sagt, wir entlasten die Bürger, wird alles teurer. Die Müllgebühren werden teuer und jetzt sollen auch noch die Parkgebühren teurer werden. Gerade fürs Anwohnerparken. Und ich habe letztens mal Frau Jarasch gesagt, Frau Jarasch, wir lassen uns das Auto nicht verbieten. Da hat sie in so einer Diskussionsrunde gesagt, ich glaube, das war bei der Industrie- und Handelskammer, Herr Wiener, ich will doch gar nicht das Auto verbieten. Und dann habe ich mir das Wort nochmal genommen und habe gesagt, Frau Jarasch, damit schicken Sie mich jetzt mit einem ganz guten Gefühl nach Hause. Wenn Sie mir das Auto nicht verbieten wollen, finde ich es gut. Und wenn Sie mir bei der nächsten Runde noch sagen, ich werde in Berlin auch zukünftig noch einen Parkplatz finden, der bezahlbar ist, dann machen Sie mir ein schönes Wochenende. Das Versprechen hat sie noch nicht eingelöst, weil die Parkgebühren sollen massiv erhöht werden und ja fast noch schlimmer ist, Frau Jarasch hat ja auch vorgeschlagen, 50% der Parkplätze sollen in Berlin wegfallen. Also gehen Sie, wenn Sie nachher nach Hause gehen, zählen Sie mal jedes zweite Auto, ziehen Sie weg, dürfen Sie zukünftig nicht mehr parken. Die Frage ist, ob das wirklich dem Klima dient, wenn wir nur noch Auto fahren dürfen und nicht mehr parken. Macht ja auch keinen Sinn, oder? Macht keinen Sinn.